Hallo, diesmal begleitet ihr mich auf meiner Reise nach Tingiraja. Nur 3,5 Stunden von meiner Heimatstadt Medan entfernt. Mehr als die Hälfte des Weges legten wir auf unbefestigter Straße zurück. Kein Problem für Udao. Viel Spaß! Ayo kita jalan. Terus. Kalau nggak kuat, tuh gendong ya. Iya. Und da sind wir auch schon, bei den Schwefelquellen. Je nach Schwefelsäuregehalt des Wassers ist das Blau mal heller oder auch mal dunkler. Aufgrund einer chemischen Reaktion mit dem Wasser färbt sich der Boden weiß. Schwimmen kann man ja leider nicht. Ein beliebtes Ritual von Touristen sowie auch von Einheimischen ist es, mitgebrachte Eier im wirklich heißen Wasser zu kochen. Wow, was für ein Blau! Das Gelände war ein wenig sperrig, mit guter Balance und ein paar kleinen Sprüngen waren die Hindernisse aber trotzdem gut zu überwinden. Und hopp! Und nun gleich kommen wir zu meinem persönlichen Highlight bei diesem Video, aber seht selbst. Ich habe mit dieser Kamera mal einfach unter Wasser hier gefilmt. Das heißt, einfach mal auf gut Glück die Kamera ins heiße Wasser gesteckt.
und überall an die Stellen, nah mit der Kamera ranzukommen, war gar nicht so einfach. Wie ihr gleich sehen werdet, war es ganz schön schwer, gerade auch mit meinen Flops hier, wirklich alle schönen Bereiche gut zu erreichen. Wie gesagt, ich musste immer darauf aufpassen, dass ich mir nicht die Füße verbrannte. So, nun ging es weiter Richtung bergabwärts. Dort unten am Fluss wuschen sich die Leute mit dem weißen Schlamm. Schwefelsäure in schwacher Konzentration ist für die Menschen nicht gefährlich und wirkt desinfizierend. Daraufhin nahmen wir natürlich auch gleich ein Bad. Noch eine negative Sache an diesem schönen Ort: Es roch penetrant nach Schwefel, vergleichbar mit faulen Eiern. Und das soll es dann auch einmal gewesen sein jetzt. Von Tinggi Raja aus Indonesien. Ich verabschiedete mich noch von den netten Leuten und machte mich auf den Weg zur nächsten Sehenswürdigkeit in Indonesien. Aber das ist ein anderes Kapitel und das könnt ihr beim nächsten Mal dann sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal hier auf BioPlaces. Macht's gut!